Ja, ich bin Florian Wilde, ich bin gewerkschaftspolitischer Referent in der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Ich glaube, dass im Zeitalter der kapitalistischen Globalisierung sich für Gewerkschaften immer stärker die Frage stellt, wie eine Organisierung entlang der transnationalen Wertschöpfungsketten gelingen kann. Und Häfen sind nun mal zentrale Knotenpunkte dieser transnationalen Wertschöpfungsketten. Und deswegen ist unser Interesse hier, oder ist mein Interesse hier, sich die Arbeitsbedingungen in Häfen anzuschauen, aber auch über Widerstandsperspektiven entlang der transnationalen Wertschöpfungsketten und insbesondere in diesen Knotenpunkten, den Häfen, nachzudenken und darüber mehr zu erfahren. Naja, sehr augenfällig fand ich, dass die Häfen vor allen Dingen in Berlin, mit Abstrichen auch in Duisburg, sehr stark sich zu Logistikzentren gewandelt haben, wo die Schifffahrt nur einen Teil des Umschlages noch ausmacht, in Berlin ja sogar einen sehr geringen Teil. Immer mehr Bahnen, der Lkw-Verkehr und eben der Schifftransport auch ineinander greifen, sich aber eben die Häfen zu Logistikzentren gewandelt haben. Das ist hier in Rotterdam offensichtlich anders. Hier spielt die traditionelle Hafenfunktion des B- und Entladens von Schiffen, des Umschlages von Waren, die auf Schiffen antransportiert werden, offensichtlich noch eine wichtigere Rolle. Insgesamt fand ich es bemerkenswert, wie wenig Menschen sichtbar zumindest in Häfen arbeiten. Das ist uns überall aufgefallen, wie wenig Menschen man sieht. Auf der anderen Seite wurde uns immer wieder gesagt, dass es doch auch noch ziemlich viele Leute gibt, die tatsächlich in Häfen arbeiten. In Rotterdam alleine 90.000 Menschen. Das ist ja eine ungeheuer große Zahl nach wie vor an Hafenarbeitern. Da wäre künftig noch genauer zu recherchieren und herauszufinden, wo diese Menschen eigentlich ganz genau arbeiten, auch wenn man über Widerstandsperspektiven nachdenkt und darüber, wo Eingriffspunkte auch für Gewerkschaften sein könnten, um die potenzielle Macht der Menschen, die in Häfen arbeiten, zu nutzen, um entlang der transnationalen Wertschöpfungsketten des Kapitals Widerstand aufzubauen. Naja, das Treffen mit den Gewerkschaftern hier in Rotterdam hatten wir ja noch nicht. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Da treffen wir uns ja heute mit Kollegen von der FNV. Wir haben ja auch noch ein Gespräch mit dem Kollegen von der ITF, der Internationalen Transportarbeitergewerkschaft. Was ich über die weiß, ist, dass sie eine sehr beachtliche Organisierungsarbeit der Seeleute, aber auch in den Häfen leisten. Ich war jetzt sowohl in Berlin als auch in Duisburg etwas erstaunt über den Eindruck, dass für Verdi als Gesamtorganisation, als Gesamtgewerkschaft offensichtlich recht wenig ein strategischer Fokus auf die Organisierung entlang dieser Knotenpunkte der transnationalen Wertschöpfungsketten gelegt wird. Seit Jahren diskutieren Gewerkschaften über die Bedeutung der Wertschöpfungsketten und der Organisierung entlang von ihnen. Und da hätte ich schon erwartet, dass es da einen klareren Fokus drauf gibt, dass da deutlich mehr unternommen wird, dass von Gewerkschaftsseite versucht wird, hier einen Hebel zu finden, um im Konfliktfall mit dem Kapital auch wirklich was blockieren und lahmlegen und wehtun zu können. Und das war jetzt in meinen Augen weniger gegeben, als ich es mir vielleicht erwünscht oder erhofft hätte. Zumindest war das mein Eindruck. Naja, vor allen Dingen glaube ich, dass es wichtig ist, die Diskussion über Organisierung entlang von Wertschöpfungsketten zu intensivieren und zu forcieren, weil in einer globalisierten kapitalistischen Ökonomie es ja offensichtlich ist, dass die Gewerkschaften und die Arbeiterbewegung weltweit zunehmend in die Defensive gedrängt werden, aber gleichzeitig ja die potenzielle Macht der Menschen, die an solchen Knotenpunkten arbeiten, ungeheuer groß ist. Und ich glaube, da braucht es eine viel mehr Diskussion darum, wie diese Macht zu nutzen ist, um dem Kapital in einer globalisierten Welt effektiv entgegentreten zu können.